Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum heutigen Gottesdienst. Heute ist der 21. Sonntag nach Trinitatis. Aber heute haben wir auch Reformationstag, also der 31. Oktober, also gestern. Wegen dem feiern wir heute auch den Reformationstag. Ich habe gestern den Gottesdienst angeschaut im Internet. Da war ein ganz großes Plakat und da stand drauf Halten und drunter ganz klein Meine und Unsere. Und die Antwort oder die Frage zu dieser Haltung war, dass der Martin Luther ja in Worms 1521 die Haltung vertreten hat, seine Thesen und seine Schriften nicht zu widerrufen. Er hat die Haltung für seinen Glauben übernommen und die Haltung für seinen Glauben gehabt. Und jetzt schmeiße ich einfach mal so in die Runde rein, kann ich morgen gleich am Anfang. Wie ist unsere Haltung zu unserem Glauben? Wie ist unsere Haltung als Christ? Wir feiern heute Morgen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher in Christus ist. Es soll unser Wochenspruch aus dem 1. Korinther 3, Vers 11 für die kommende Woche sein. Es weckt mich alle Morgen, da wir ja nicht singen.
Lassen Sie uns Einstimmungen in Psalm 46. Er ist oben angeschlagen. Wir sprechen ihn gemeinsam. Ganz. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge neben uns leer sinken. Wenngleich das Meer wütet und Berge und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes heillustig bleiben mit ihren Gründlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei drinnen. Darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiligen sind verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Komm her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstörer anrichtet. Der den Königen steuert in aller Welt. Der Bogen zerbricht, Schieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wir sprechen das erste im Vater. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir bitten. Herr unser Gott, der Grund unseres Lebens willst du sein, ein fester Grund, auf den wir stehen können. Und doch gibt es so viele Gründe, weshalb dieser Grund immer wieder erschüttert wird. Erfahrungen, die uns das Leben schwer machen, Erschütterungen, die unser Leben ins Wanken bringen. Widerfahren es, die uns Grund zur Frage und zum Zweifeln sind. Du weißt, was wir in der vergangenen Zeit erlebt haben. Schönes und Schweres, Erleichterndes und Belastendes, Erfreuliches oder Beschwerliches. Du kennst unsere Gedanken und Gefühle, mit denen
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche. Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Eine feste Burg ist unser Gott. Die Nummer bei uns im Gesangbuch, die Nummer 362, und wir hören die musikalische Anlage. Auch sein mag. Die Situation
alles andere als rosig. Und nicht darum geht es, möglichst clever durchzukommen. Und das auch noch ohne jede Trickserei. Und auch nicht darum geht es, sich möglichst geschickt zu verhalten, ohne anzuwählen und sich anzubiedern. Nein, die Situation ist eine ganz andere. Ums Ganze geht es da, um Leib und um Leben, um Flucht und Verfolgung hautnah. Und nicht nur sogenannte Mächtige sind die Ursache, nein, liebe Gemeinde, bis hinein in die Familie, bis hinein in den innersten Kreis, da geht es eine keine rosigen Aussichten, malt der Text. Im Gegenteil, ein Bild, das wir Gott sei Dank nur aus den Nachrichten kennen und vielleicht sogar abgestimmt zur Kenntnis nehmen, dass wir als Christen ziemlich unbeschwert leben können, ist nicht der Regelfall. Dass es in unserem Land so etwas wie Religionsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit gibt, ist alles andere als selbstverständlich. Dass wir seit über 70 Jahren in Frieden und Freiheit leben und glauben können, das alles, liebe Gemeinde, ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das nicht hoch genug zu schätzen ist. Allen Veränderungen unserer Gesellschaft zum Trotz. Und auch wenn die Zahl der Christen in unserem Land immer weniger wird, die Gesellschaft unter, die Vielfalt der Weltanschauungen immer größer werden, bis hin zu manchem Wind der Christen und der Kirche auch in unserem Land entgegenweht. Nicht immer in der Gemeinde war das so, auch nicht in unserem Land. Und Christen waren nicht nur Verfolgte, sondern sie waren auch Verfolger. Auch das dürfen wir nicht verschweigen und vergessen. Noch nicht einmal 80 Jahre ist es her, dass sogenannte deutsche Christen alles aus der Bibel ausmerzen wollten, was jüdisch war und nicht so, und nicht zur sogenannten Herrenrasse passte. Antisemitismus, Rassismus pur. Haltungen, die heute wieder zunehmend attraktiv zu werden scheinen. Die Ausgrenzung anderer Menschen, auch solcher, die ihr Land verlassen und sich elend ins Elend und Elend flüchten mussten, haben wir aus der Geschichte wirklich gelernt. Nicht um den Fingerzeig auf Christenverfolger geht es da. Nicht darum, dass Christen besser sind als alle anderen. Nein, darum geht es, dass Christsein kein Spaziergang ist, sondern eben auch mit Gegenwind bis hin zur Verfolgung wir rechnen müssen. Ihr seid es, die da leben, sondern
die Verse 26 bis 33. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, noch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verbergen kann in der Hölle. Verkauft man nicht 2 Sterlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf den Häuptern alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sterlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ja, liebe Gemeinde, deshalb ist der Zusammenhang des Predigtextes zu dem, was ich vorher gesagt habe, wichtig. Wegen dieses letzten Satzes, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und wer nur diesen Satz hört, hat wahrscheinlich allen Grund zur Angst. Und wer von uns kann schon dafür gerade stehen, dass er sich immer zu Gott bekennt? Wer hat wie Petrus noch nie den Hahn krähen hören, mehr als 3-mal? Und schon könnte alles aus sein und vorbei sein. Der Schlüsselsatz am Anfang und in der Mitte des Predigtextes, der lautet nicht von ungefähr, fürchtet euch nicht. Die Begründung, wenn Gott für den Sperlinge sorgt, die auf dem Markt gehandelt werden, dann tut er das erst recht für euch. Auf die Fürsorge Gottes, liebe Gemeinde, interessiert werden. Darauf, dass Gott für uns sorgt, dass er uns, gerade in uns, die Worte fehlen mögen, auch manchmal oder meistens die richtigen Worte schenkt. Seine Worte. Worte mit Gottes Geistesgegenwart erfüllt. Denn er kann die Situation, und er kennt die Situation durch und durch. Nichts ist unserem Herrn verborgen. Auch, dass kein Satz, der uns Angst machen will. Gott ist kein Überwachungsgott, der alles sieht und Fehler gleich straft. Was für eine Vorstellung von Gott. Nein, liebe Gemeinde, Gott ist uns so nah, dass er uns durch und durch kennt. Nicht um
Egal was war, was ist und was kommt. Und deshalb können wir klug sein wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben, selbst in allerschlimmster Lage. Im Bild Jesus gesprochen, selbst wenn wir die Schafe mitten unter uns Wölfe sind, so ist Gott, sagt Jesus, und sein Name ist Programm. Jesus heißt auf Deutsch, Gott hilft, buchstäblich, mit Hut und Haaren. Und deshalb ist der Mensch geworden. Deshalb hat er sich zu erkennen gegeben als Mensch. So wie wir. Nichts ist verborgen und nichts ist geheim. Gott, er spricht nicht mit und er spielt auch nicht mit verlegten Karten. Und er ist auch keine Puppenspieler, der uns in Marionetten herumführt. Keine Macht kann uns, liebe Gemeinde, von seiner Liebe trennen. Keine Macht der Welt ist stärker als er. Und wenn dieser Gott zu uns sagt, selbst die Haare auf euren Häuptern sind gezählt, wer soll uns dann ohne seinen Willen, ohne seinen Beistand je ein Härchen krümmen können? Und doch, wer Situationen erleidet, wie sie Christen weltweit erleiden müssen, Hass, Verfolgung, Verleumdung, Tod, wer hierzulande Situationen kennt als Christ, gehänselt oder belächelt oder vielleicht sogar verspottet zu werden. Liebe Gemeinde, der weiß, so einfach ist das alles nicht. Und doch haben Menschen das immer wieder erlebt. Ich bin bei dir. Gottes, seines Beistand, auch in allerschlimmster Lage. Und bei einem Martin Luther war das so alles anders als ein Held. Als er nach langen, zähen Ringen innerlich zerrissen und zagend seine Ächtung und damit die Bedrohung seines Lebens vor Augen hatte und jeden Satz "Ich kann nicht anders", hat er in Worms gesagt. Ich kann nicht anders. Kein Bekenntnis aus sich selbst, sondern Geist gegeben. Und nicht von ungefähr hat er gegen jede Heldenverehrung als letzte Worte vor seinem Sterben gesagt: Ich bin ein Bettler. Und das ist wahr. Und schon zu Lebzeiten war ihm wichtig, immer wieder zu betonen, liebe Gemeinde, was ist Luther? Die Lehre ist doch nicht von mir,
Lass uns deine Gegenwart spüren, ganz besonders dann, wenn wir uns hilflos und selbst überlassen fühlen, schwierigen Situationen ausgesetzt voller Sorgen und Angst. Mache deine Liebe für uns erfahrbar, wo wir uns alleine fühlen, nicht verstanden, ohne festen Halt und Grund. Erfülle uns mit deiner Geistesgegenwart, wenn wir uns leer fühlen, hoffnungslos und verzagt. Herr, unser Gott, du gründest unser Leben auf dem Grund deiner Liebe. Und selbst wenn alle Gründe dagegen sprechen, hältst du an uns fest. Deine Liebe bekennt sich zu uns und verleugnet uns nicht. Wir bitten dich, lass uns auf deine Liebe bauen und trauen, gerade weil wir sie nicht verdienen müssen. Schenke uns die Gewissheit, dass deine Liebe hält und trägt, auch wenn unser Leben haltlos scheint und wir jeden Halt verloren haben. Stärke uns den Glauben, dass du da bist und da bleibst an allen Tagen unseres Lebens, gerade auch in schweren Zeiten. Sei jenen nahe, die an die Grenze ihres Lebens gekommen sind. Stärke die Hände derer, die müde zu werden drohen. Gib den Verantwortlichen im Staat, Kirche, Unternehmen, Bildung und Fürsorgeeinrichtungen in den Familien Weisheit, Kraft und guten Rat. Die Gescheiterten und Geschaufelten richte auf. Steh den Verfolgten und Geächteten bei und hilf uns, den Weg unseres Glaubens getröstet und getrost zu gehen. Du bist da. Darauf lass uns bauen und vertrauen. Zu jeder Zeit. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt nur ein paar Sachen abzukündigen. Ganz herzlichen Dank erstmal an alle Mitwirkenden, die diesen Gottesdienst hier möglich gemacht haben. Denn wir waren wieder für die Präsentation der Gabi, für den Wesnerdienst, dem Reinhard oder Orgeldienst. Euch allen ein herzliches Dankeschön. Das Opfer des heutigen Sonntags ist für die Kinderbibeltage bestimmt. Am kommenden Sonntag ist wieder um 10 Uhr Gottesdienst. Den Gottesdienst hält Jugendreferent Lars Elker vom Evangelischen Jugendwerk Schorndorf. Es ist der Stadtgottesdienst für einen Stationenrundweg, den unsere Jugendmitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbereiten unter dem Motto: Mach dich auf und werde Licht. Erwachsene und Kinder sind zu diesem Gottesdienst und zum Stationenrundweg
ganz herzlich eingeladen. Der Stationenumweg wird vom 7. bis zum 28. November aufgebaut sein. Dies ist alles mit dem Gottesdienst mit Vorbehalt. Den Stationenweg wird es später, aber der Gottesdienst nächsten Sonntag wissen wir noch nicht genau, wie das jetzt alles ist in der neuen Corona-Verordnung. Da wird es jetzt diese Woche, also kommende Woche, vom Oberkirchenrat verschreiben können, wie das dann aussehen wird. Das wissen wir noch nicht. Da gucken wir bitte dann alle in die Homepage rein. Da wird es dann relativ schnell veröffentlicht. Und dann sehen wir weiter, inwieweit wir dann weiterhin Gottesdienst feiern können. Ich hoffe, dass es sich nicht ändert, dass wir immer noch real Gottesdienst feiern können. Weil so ein Videogottesdienst ist zwar toll, aber es ist einfach schön, wenn man im Haus so ein bisschen Zeit hat. Auch dieses Jahr haben wir wieder mit bei der Aktion ein Päckchen Liebe schenken. Ich glaube, ja, ich habe da einen Flyer da. Hinter die geben wir welche aus. Das machen wir ja jedes Jahr. Es ist für hilfsbedürftige Kinder und Familien und Senioren in Russland und Osteuropa und Zentralasien. Der Abgabeschluss ist schon relativ bald, da ist schon Mittwoch der 11. November. Da kann man es dann, oder bis Sommer kann man es im Pfarramt dann abgeben. Machen mit. Wir machen jedes Jahr noch die herzlichen gute Sache. Alle anderen Nachrichten entnehmen wir bitte den Homepage oder in die Teilungsfläche. Ja, ich möchte mich jetzt bedanken, dass ihr da wart, dass wir die ein bisschen steuern können. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, gesegnete Woche. Bleibt behütet in Gott und vor allen Dingen bleibt gesund. Empfangt nun den Segen des Herrn. Der Herr segne und behüte.